Lieber Bruder, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Und, inshallah, heute reden wir über ein Hadith, wo unsere Mutter Aisha radiallahu anha sagte: Wa ma ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam istakmala siyama shahrin qattun illa Ramadana, wa ma ra'aytuhu fi shahrin akthara minhu siyaman fi Sha'ban. Hadith muttafaqun alayhi. Also erstens, jeder von uns merkt, dass die Tage gehen schnell vorbei, subhanallah. Damals, wir haben auf Ramadan richtig lang gewartet. Und jetzt, kann Ramadan nur gestern war. Also dieses Jahr, wie das subhanallah schnell vorbeigegangen ist. Also seit, ich kann euch sagen, seit einer Woche, man hört, Ramadan ist bald, Schaban ist bald, aber jetzt schon Schaban. In ein paar Wochen, jetzt kommt Ramadan. Wahada min alamati sa'a. Das ist ein Zeichen der Stunde. Und Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, er hat uns alle Zeichen der Stunde, also der Stunde gezeigt, damit wir immer an Tod denken. Nicht damit wir auch also nur wissen, dass viele Zeichen der Stunden gibt, aber dass wir wissen, dass die Stunde bald kommt. Und von diesen vielen Stunden oder diese Zeichen der Stunde, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, als ich geboren bin, das ist auch ein Zeichen der Stunde. Und كذلك تقارب الزمان. الرسول صلى الله عليه وسلم زاكت السنة كالشهر والشهر كالأسبوع والأسبوع كاليوم واليوم كالساعة. Das heißt, ein Jahr wie ein Monat, ein Monat wie eine Woche und eine Woche wie ein Tag und ein Tag wie eine Stunde. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alles, was auch uns gesagt hat, والله, es ist richtig die Wahrheit. Und damals kann sein, einer von uns hat nur von einer Sache gehört, also von einem Hadith meine ich. Und jetzt, du siehst ein Hadith, der live ist. Du siehst das mit deinen eigenen Augen. Was Muhammad sallallahu alaihi wa sallam damals gesagt hat. Wallahumma tabbitna ala din. Und das ist eine Sache, wie gesagt, an As-Sahabata radiallahu anhum. Die haben immer auf Ramadan gewartet. Warum? Weil Ramadan gibt so viel Khairat, so viel Belohnung. Und die Sahaba nach dem Ramadan, die sagen oder die machen ein Dua 6 Monaten, dass Allah Azza wa Jal von denen diese Ramadan, was die, also wo die gefasst haben, also annimmt. Und nach den 6 Monaten, die fangen wieder, damit die wieder nächste Ramadan erreichen. Die sagen, Allahumma taqabbal minna shahra Ramadan. Möge Allah von uns diese Ramadan, was vorbeigegangen ist, annehmen. Und nach 6 Monaten, das heißt 6 Monaten, fast jeden Tag, die sagen diese Dua. Und nach diesen 6 Monaten, die fangen wieder, damit die nächste Ramadan wieder erreichen. Warum? Weil die Sahaba, die waren richtig intelligent. Die wissen genau die Zeiten, wo die richtig so viele Belohnungen auch gibt. Und jetzt, also heute ist, ich glaube, eine Woche vorbei von Schaban oder fast vorbei ist. Und bald kommt Ramadan. Ramadan ist ein Schahr, wo die Muslime richtig wach werden. Aber leider nur Ramadan, gleich nach dem Ramadan kommen die wieder die Leute an ihre Gewohnheiten. Verlass Allah Azza wa Jal an. Das heißt, dass wir inshallah auch Ramadan, diese Monat Ramadan auch erreichen. Kann sein, warum? Weil muss man immer mit einem Gut ab sich immer haben. Kann sein, dass wir vor dem Ramadan sterben. Und wenn du vor dem Ramadan sterbst, das heißt, diese Belohnung von ganz Ramadan willst du auch bekommen, obwohl du gestorben bist. Warum? Weil du hast diese Absicht, damit du diese Ramadan also fastest, Tarawih betest und gute Sachen auch machst, aber vor dem Ramadan hast du oder bist du schon gestorben. In diesem Hadith, anna ummuna Aisha radiyallahu anha sagte, الرسول صلى الله عليه وسلم
Ich habe ihn also noch nie gesehen, dass er ganze also Monat gefastet hat, außer Ramadan. Und manchmal, hat sie auch selber gesagt, manchmal ich sehe Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dass er fastet, bis ich sage, er isst nicht. Das heißt, ganzen Tag fastet, es Abend. Und die meisten Tagen, wo Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam gefastet hat, also im Schaban, im ganzen Monat, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hat Ramadan also gefastet. Nein. وهذا wie gesagt حديث رواه البخاري ومسلم وفي رواية كذلك قالت أمنا عائشة رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا أن يكون رمضان. Unsere Mutter, Aisha radiallahu anha, sagte, ich habe Muhammad sallallahu alaihi wa sallam noch nie gesehen, dass er einen ganzen Monat gefastet hat, außer Ramadan, als er nach Medina kam. Und als Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nach Medina kam, da war Ashura für uns Pflicht. Somo Ashura war Pflicht, ein Tag. Aber als Ramadan kam, ist Pflicht geworden, Ashura ist freiwillig. Also geworden, muss man nicht, aber besser, dass man auch an diesem Tag fastet. وعن أسامة ابن زيد رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان فقال ذاك شهر تغفل الناس فيه. Das heißt, أسامة بن زيد رضي الله عنه وهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ich habe gemerkt dass du in Schaban so viele Tage fastest. Warum machst du das? Warum fastest du besonders im Schaban viele Tage? Sagte ihm ذاك شهر يغفل الناس عنه ما بين رجب وبين رمضان. Das heißt jetzt Schaban, sagt Muhammad sallam, weil die Leute, die warten nur auf Ramadan und die nutzen nicht die Zeit von Schaban aus. Die sagen, Ramadan kommt, Ramadan kommt, Ramadan kommt. Aber selten, dass man sieht, manche Brüder im Schaban auch fasten. Obwohl Muhammad Sallallahu hat viele Tage im Schaban gefastet. Warum man wartet nur? Ramadan ist bald, Ramadan ist bald, Ramadan ist bald. Deshalb viele Brüder oder viele Schwestern, die haben Schwierigkeiten beim ersten Woche. Kopfschmerzen, Krankheiten, die Krankenhäuser, die werden auch voll. Warum? Erstens, da haben nicht diese freiwillige Fasten, ich meine diese freiwillige Tage nicht gefastet. Sagen wir mal montags und donnerstags. Erst wenn Ramadan kommt, dann fastet man. Das heißt, keine Gewohnheit. Viele Brüder kriegen erstens Kopfschmerzen. Und wenn die an diesem Tag auch also fasten, beim Iftar, beim Fasten brechen, die essen richtig. Und die werden unmächtig. Krankenhäuser sind voll in manchen Ländern. Es also sind also viele Brüder, die kriegen diese Krankheiten. Warum? Weil die nicht an Fasten gewöhnt haben. Donnerstag meine ich und montags. Deshalb, قال الرسول صلى الله عليه وسلم, يا أسامة بن زيد, im Schaban, die Leute, die haben keine Interesse. Die achten nicht drauf. Die achten nicht, dass Schaban auch sehr, sehr, sehr wichtig ist. Die sagen nur, also Ramadan kommt, Ramadan kommt. Aber wenn Ramadan kommt, was haben die in Schaban gemacht? Nichts. Und das ist die eine Gewohnheit auch von Menschen. Und dass dieser Monat ist auch sehr wichtig. Allah Azza wa Jal nimmt die Taten, obwohl nicht nur in Schaban oder Ramadan, alle Monaten, aber besonders auch in Schaban. Warum? Wie gesagt, es gibt Leute, die sagen, muss man zum Beispiel, also viele Leute, die bereiten so viele Sachen vor für Ramadan. Also meistens, oder meisten Leute, oder meisten Muslime, die denken nur, was kann man machen, welche Essen kann man machen, welche Süßigkeiten kann man machen, muss man auch von jetzt ab mal so neue Töpfe auch kaufen,
neue, diese, wer sind die von Harira, diese Süssel? Schüssel. Schüssel, ja, diese Schüssel muss man einfach so neue kaufen. Es gibt viele Angebote für Ramadan. Nur, man denkt nur an Bauch. Nur an Bauch. Obwohl das ist falsch ist, subhanallah. Aber es ist kein Problem, dass man auch isst. Aber man darf auch nicht vergessen, dass ein Shahru al-Ibada, das ist ein Tank, ein Monat für Tanken. Warum? Weil kann sein, dass auch jemand von uns seit Ramadan hat noch nicht also Qiyamulil gemacht. Was heißt, oder? Qiyamulil ist Nachtgebet. Ach so. Nachtgebet, es ist ein freiwilliges Gebet, aber es ist sehr gut, das hilft. Obwohl das ist machbar ist. Warum machbar? Schau mal, im Ramadan, also es ist richtig anstrengend, aber trotzdem, man betet auch Tarawih. Und manchmal, du betest Tarawih und du bleibst wach und dann nach Tarawih, du betest auch Tahajjud. Diese Qiyam, diese Tahajjud, also kurz vor dem Fajr, eine Stunde vor dem Fajr. Und du bleibst wieder bis zum Fajr und du schläfst erst nach dem Fajr. Kann sein, dass du auch arbeitest und gehst du so auf die Arbeit. Aber jetzt, mehr Barakat, ja. Allah Azza wa Jalla gibt uns Kraft. Es ist nicht nur im Ramadan, aber immer, wenn du willst. Warum? Weil es nur eine Gewohnheit ist. Und es ist eine Sache, die machbar ist. Das heißt, im Ramadan, es gibt so viele Sachen, die man macht, aber gleich nach dem Ramadan wie ein Luftballon. Also im Ramadan, gleich nach dem Ramadan, weder keine freiwillige Fasten oder kein Qiyamul-Layl, kein gar nichts. Obwohl Qiyamul-Layl du kannst immer machen, wann du Lust hast. Du kannst drei Rakat machen, ist gut. 4, 5, 7 bis 11 Rakat. Kannst du machen. Das zählt auch als Qiyamul-Layl. Aber dass man nur zum Beispiel Isha verrichtet und dann Khalas, 2 Rakat mit Schwierigkeiten. Mit Schwierigkeiten zu machen. Aber im Ramadan ist jetzt alles machbar. Warum? Weil haben wir auch diese Absicht. Man bereitet auch, also für Ramadan auch vor. Ja, du sagst ja, inshallah, ich muss diese Ramadan für mich richtig ausnutzen. Kann sein, dass diese Ramadan für mich letzter Ramadan ist. Kann sein. Wer gibt uns Garantie, dass man also erstens diese Ramadan immer noch erreichen? Keiner gibt uns eine Garantie. Aber immer muss man immer mit dieser Absicht immer haben. Inshallah, diese Ramadan werde ich richtig meine Power geben, dass ich mindestens Koran einmal in mein Leben durchlese. Nicht mal das machen wir. Ja, das machen wir auch nicht hier. Ich muss auch versuchen, dass ich auch also richtig faste. Und auch wenn das möglich ist, ich mache auch Urlaub in Ramadan, damit ich richtig nur für Ibadah also frei mache. Und das ist alles machbar, Allah, ist alles machbar. Wenn wir etwas wollen, machen wir. Aber beim Religion sind wir meistens subhanallah faul. Okay? فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ذاك شهر يغفل عنه كثير من الناس. قال ابن رجب رحمه الله صيام شعبان أفضل من صيام الأشهر الحرم وأفضل التطوع ما كان قريب من رمضان قبله وبعده وتكون منزلته من الصيام بمنزلة السنن والسنن الرواتب مع الفرائض قبلها. Das heißt, in Schaban, also es gibt erstens so viele Hadithen über Schaban, dass viele Vorzüge von Schaban, aber meisten Hadithen, die im Schaban kamen, sind schwache Hadithen, außer ein Hadith, Yuqawa, das heißt, mit anderen Hadithen wird auch stark authentisch. Ja? Ja. Erstens, was heißt Schaban? Schaban heißt, also damals in der Zeit von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die Leute oder die Sahaba, bevor Islam kam, weil jeder Monat oder jeder Name von einem Monat hat eine Bedeutung. Schaban, es gibt 2 Bedeutungen. Also die meisten, die Leute damals, sie haben in Kahf,
wie in Grotte oder in Hütte, ja? Hütte. Nicht Hütte, in Höhle. Wo im Berg ist, ja. Die bleiben da und die machen auch genau wie Itikaf. Die bereiten das auch mal. Obwohl Kuffar waren, aber die haben immer an Allah Azzawajal gedacht. Ja? Und dann, das ist eine Bedeutung, und zweite Bedeutung, die sammeln Wasser. Weil in Mekka war auch kein Wasser. Das heißt, die haben immer ein bisschen Wasser gespart, damit die für nächsten Monat auch ein bisschen auch so. Ja? Wie heißt das? Vorrat. Und warum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat meistens in Schaban also gefastet? Warum? Weil manche Gelehrten haben gesagt, weil im Ramadan sowieso er muss diesen Monat fasten. Ramadan muss man fasten. Und manche Gelehrten haben gesagt, diese Weisheit, weil in Ramadan er wird nicht, also diese Montags, Donnerstags, diese drei Tage, diese weiße drei Tage nicht fasten. Warum? Weil er muss das fasten. Deshalb er macht das nachholen in Schaban, bevor Ramadan kommt. Er macht das schon vorher, bevor Ramadan kommt. Und schau mal, subhanallah, wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam, obwohl er Prophet ist, aber trotzdem, der denkt, der sagt in Ramadan, sowieso montags, ich muss fasten. Donnerstags muss ich auch fasten. Deshalb, ich muss so viele Tage in Schaban und dann, alhamdulillah, bin ich befreit für Ramadan. Ramadan sowieso muss ich fasten, ja. Wer denkt, der denkt an die Zukunft. Weißt du, was ich meine? Das heißt, in Ramadan, sowieso, er muss den ganzen Monat fasten. Aber diese Tage, wo er auch freiwillig in anderen Monaten also macht, zum Beispiel montags, donnerstags, diese weiße Tage, diese drei weiße Tage, der macht vorher, der macht in Schaben. Er macht noch mehr Plus. Noch mehr Tage zu haben. Also genau wie du sagst, also nachholen. Ne? Der macht das nach. Obwohl er muss das nicht, aber nur von seinen guten Taten, was er denkt, er macht das auch, subhanallah. Waqila inna nisa'ahu kunna yaqdina ma'alihinna min Ramadan fi Sha'ban. Und auch seine Frauen, wie auch unsere Mutter, Aisha radhiyallahu anha, sagte, manchmal, ich habe ein paar Tage in Ramadan nicht gefastet. Wegen Tage, was alle Frauen auch haben. Und ich kann das erst nachholen, wenn Sha'ban kommt. Warum? Er sagt selber, ich habe keine Zeit. Warum? Weil ich immer mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam beschäftigt. Ich bin immer für ihn da. Deshalb habe ich keine Zeit. Und wenn Sha'ban kommt, ich faste mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diese Tage, was ich in Ramadan von vorher nicht gefasst habe, ich mache es nachholen in Sha'ban, damit ich mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch, also beide, fasten. Sallallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Und wurde auch gesagt, وَقِيلَ لِأَنَّهُ شَهْرٌ يَغْفَلُ النَّاسُ عَنْهُ هَذَا هُوَ الْأَرْجَحُ لِحَدِيثِ Usama. Das heißt also, weil, das heißt in Nisa'i, weil dieser Monat von Schaban, viele Leute achten nicht auf Schaban. Die bereiten vor, also bereiten Ramadan für Ramadan vor, aber Schaban keine Interesse. Deshalb Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der fastet so viele Tage in Schaban, damit, wenn Ramadan kommt, das ist eine Gewohnheit. Das heißt, er hat keine Schwierigkeiten mit Fasten. Nicht wie wir. Wenn Ramadan wieder, wie gesagt, also kommt, weil es gibt so viele Brüder, die beschwerden, sagen, ich habe Kopfschmerzen, ich kann nicht, das, mein Blut ist runter und so weiter und so fort. So viele Beschwerden. Warum? Weil das ist ganz normal. Dein Körper hat nicht daran gewohnt. Ist ganz normal, also du kannst, also das an allen Sachen, also Frühstück, Abendessen, Mittagessen, fast jeden Tag. Und dann kommt auch auf einmal Ramadan, ganzen Tag darfst du nicht essen. Wie ist das? Ja, das ist ganz normal, dass du nur im Bett liegst. Das ist ganz normal. Ja. Und wie gesagt, also du hast auch eine Tabata an Fis Sahihain. يعني في البخاري ومسلم عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل هل صمت من صغر هذا الشهر شيئا؟ قال لا. قال فإذا أفطرت فصم يومين. Damit gemeint, es gibt also zwei Wochen, letzte zwei Wochen von Schaban darf man nicht fasten. Warum darf man nicht fasten? Das ist so im Hadith. Wer darf nicht fasten? Das ist auch eine, ich kann euch sagen, das ist genau wie eine Strafe. Von jemandem, der nicht montags und donnerstag fastet. Okay? Das heißt, jemand, der montags ganzes Jahr fastet und Donnerstag auch ganzes Jahr auch fastet, er darf auch ganze Schaban auch fasten, wann er will. Aber jemand, der nicht montags und Donnerstag gefastet hat, ganzes Jahr, er darf nur zwei Wochen. In diesen zwei Wochen, kann sein, dass er zum Beispiel, wenn du Zeit hast oder wenn du Lust hast, dass du diese zwei Wochen durchfastest, du kannst das machen. Aber nach zwei Wochen, nein. Außer wenn du ganzes Jahr montags, donnerstags fastest. Das kannst du. Oder zum Beispiel jemand, der er muss einen Tag nachholen. Hat vergessen im Ramadan. Der war krank, hat nicht gefastet. Er muss das nachholen. Und dann auf einmal sagt, welchen Monat haben wir? Der sagt, Subhanallah, jetzt haben wir Schaban. Bevor Ramadan reinkommt, dann muss ich diesen Tag nachholen. Warum? Weil es gibt auch wie ein Strafe, wenn jemand ohne Grund einen Tag, ich meine, wenn jemand einen Tag nicht in Ramadan gefastet hat und hat einfach so gelassen bis nächste Ramadan und auch nicht nachgeholt, er muss fasten und er muss Geld auch geben. Das heißt zwei Sachen. Du musst erstens Taube machen und zweitens, du musst diesen Tag, also nachholen, das heißt fasten, und du musst auch Geld ausgeben als Strafe. Warum? Weil du hast ein Jahr Zeit gehabt, bis wieder Ramadan kam, und nach dem Ramadan, da sagst du, okay, ich mache jetzt danach. Okay? Das heißt, immer besser. Deshalb gibt es auch diese Hadith von Aisha, wo ihr gesagt hat, manchmal habe ich also Tage, die ich nicht gefasst habe, erst wenn Schaban kommt, dann mache ich mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das ist auch ein Beweis. Das heißt, jemand, der einen Tag oder zwei Tage oder eine Woche wegen Krankheit oder wegen Reise nicht gefastet hat und er muss diese Tage normalerweise also nachholen, bevor nächster Monat kommt. Bevor nächster Ramadan kommt. Wenn dieser nächste Ramadan kommt und nicht gefastet, nicht nachgeholt, meine ich, in diesem Fall, danach nächster Ramadan musst du sowieso nachholen und dazu auch musst du auch Geld ausgeben und dazu musst du auch Taube machen. Warum? Weil du hast eine Sache, die nicht gut ist, gemacht. Okay? Danach Hauptsache jetzt, wie gesagt, es gibt auch ein Hadith, wo Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass Allah azza wa jal am 15. Schaban kommt er runter. In das Samai Dunya. Das heißt nicht nur am 15. Allah azza wa jal kommt jede Nacht runter. Wie Thürtel Achir Melek, in dem letzten Drittel der Nacht. Er kommt runter und er sagt, und wer jemand etwas von mir braucht oder jemand da braucht, ich kann ihm geben und so weiter und so fort. Aber es gibt ein extra Hadith am 15. Schaban. Turfa auf ihr Erben. Die Taten, was wir gemacht haben, wird gehoben, wird schnell akzeptieren. Obwohl manche Gelehrten haben gesagt, dass das ist ein Hadith, der schwach ist, nicht identisch. Und manche haben gesagt, doch, dass ein Hadith Hassan ist. Man darf auch machen. Und hier gibt es auch so viele Bidah, die Leute, statt Sünder zu machen, die machen Sachen, die, was kann ich sagen, die nicht mit Islam zu tun hat. Besonders Schiiten. Wir reden jetzt nicht über Schiiten, sondern über die Leute, die denken, dass die Sunniten sind. Aber die folgen diese Richtung von Sufi. Zum Beispiel sagen, in dieser Nacht, von am 15. Schaban wurde Al-Qibla gewechselt. Also statt
Richtung Al-Quds ist Richtung Kaaba gewechselt. Und hier haben wir keinen Beweis. Obwohl wir wissen genau, dass Mohammed Al-Aslam hat Richtung erstens nach Al-Quds, nach Palästin, also gebetet, 17 Monaten oder 18 Monaten. Und danach hat immer gewünscht, dass er Richtung Kaaba, also Richtung Mekka betet. Allah Azzawajal hat ihm gegeben, قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهَا. Manche Leute, die haben gesagt, ja, in dieser Nacht ist Al-Qibla gewechselt. Das ist der Beweis, Bruder. Kein Beweis, Achim, das ist kein Beweis. Was ich meine? Es ist, wir wissen genau, dass Al-Qibla schon gewechselt, aber nicht an diesen, in dieser Nacht, am 15. Schaban. Oder zum Beispiel manchen, die zum Beispiel in Rajab, die haben auch gefeiert, also Al-Isra und Al-Mi'raj, am 27. ist Al-Isra und Al-Mi'raj, als Al-Aslam von Al-Majid al-Haram in Al-Majid al-Aqsa und dann, der war ganz im Himmel und so weiter und so fort. Die Leute, die kommen in die Moschee und die feiern, die sagen heute in dieser Nacht, Rasulullah, der war oben und der war in Palästina und so weiter und so fort. Wer hat uns gesagt, dass das am 27. passiert ist? Wissen wir nicht. Und auch außerdem, Muhammad hat noch nie für diese Sachen auch gefeiert. Ja? Das heißt, es gibt Sachen, die richtig mit Sunna zu tun hat, machen wir nicht. Und die Sachen, die mit Bid'ah zu tun hat, machen wir. Das ist ein Schande, subhanallah. Das heißt jetzt, es gibt manche Leute, in diese am 15. Scha'ban, ganz Nacht machen die Qiyam. Da gibt es auch diese 27. Nacht, wo die da die ganze Zeit beten und dann Koran Khatam machen. Das ist was anderes. Das ist Laylatul Qadr. Das ist in Ramadan. Was ich gemeint habe, das war in Rajab. Letzte Monat. Wir sagen, dass Rasulullah war im Himmel und so. Das ist diese Geschichte, ja. Hauptsache, es gibt keinen einzigen Beweis. Aber wie gesagt, zum Beispiel jetzt am 15. Schaban werden manche Moschee voll. Und sagen heute, Allah Azza wa Jal, also wird von uns diese Taten angenommen und so weiter und so fort, ja. Allah Azza wa Jal kommt jede Nacht herunter. Ja. Aber es gibt, wie gesagt, ein Hadith. Obwohl manche Gelehrten haben gesagt, dass das ein Hadith schwach ist. Und manche haben gesagt, nee, doch, es ist Hassan und so weiter und so fort. Aber man muss immer also machen, was nicht gegen Sunna ist. Weil es gibt, wie gesagt, Leute, die machen Sachen, zum Beispiel sagen, wenn du 1000 Raka'ah in dieser Nacht betest, du bist befreit. Du gehst 100% ins Paradies rein. Wer gibt uns als Garantie? Oder zum Beispiel beim Sujud, du musst das und das sagen. Oder zum Beispiel Schiiten, die glauben auch daran, am 15. auch Schaban, die sagen, wenn du Qabr al-Hussein in Karbala also besuchst, du bist der Beste. Das heißt, wenn du in dieser Nacht stirbst, du bist mit Engel im Paradies. Subhanallah. Das heißt, wenn jemand hört, mit Engeln, oh, ich muss das machen, ganze Nacht. Und dann die sagen, wenn du auch weit von diesem Qabr von Hussein, dann egal welche Wali, egal welche ein Imam von dieser Imma, einfach musst du ihn besuchen und du kriegst auch gleiche Belohnung. Warum? Weil du wohnst nicht in Karbal. Was ist das? Und das Schlimme ist, dass die Leute, die auch von Ahlus Sunnah und Jama'ah, die denken, die machen auch solche Sachen. Warum? Weil das hat alles mit Unwissen zu tun. Und die Leute sind weit von Religion, richtig weit von Islam. Die folgen einfach nur blind. Ist eine gute Sache, dass jemand weiß, wenn er etwas macht, er wird das kriegen. Ist sehr gut. Aber muss man immer fragen, ob Mohammed Al-Aslam das gemacht hat. Das ist die Frage. Wenn Mohammed Al-Aslam das gemacht hat, Wallah, du kannst ihm blind folgen, aber mit Beweise. Wenn du keine Beweise hast, und machst du?
ist nichts. Warum? Weil es gibt Bedingungen, das haben wir auch oft gesagt, Bedingungen, wann Allah Azza wa Jalla von uns unsere Taten annimmt. Es gibt, also Al-Islam, es ist nicht einfach, dass du jemand blind folgst und sagst, Alhamdulillah, das ist mein Sheikh, der hat mich also versprochen, wenn ich ihm folge, Paradies 100%, sogar mit Stempel. Wer gibt ihm Garantie, dass er erstens ins Paradies eintritt? Er selber, subhanallah. Allah, es gibt Menschen, es gibt eine Gruppe, heißen Al-Tijaniyin. Die folgen ein Sheikh, heißt Al-Tijani. Die sind auch überall, Marokko, Algerien, Tunesien, überall. Mhm. Tijaniyin heißen sie. Die Sheikh von denen sagt denen, was bedeutet das? Das ist eine Gruppe, ein Sheikh von denen. Von einem Sheikh und denen folgen die ihm, ja. Das ist genau wie du sagst, Abdul Qadir Jilani und so weiter. Das ist ein Sheikh, ein Mensch. Und der hat diese Gruppe gegründet. Und der sagt, diese Menschen, die mich folgen, Garantie. Ich habe mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ich habe ihn gesehen und der hat mir wie eine Bescheinigung, eine Garantie. Du und dein Fans, sag mal so, diese Fans von dir, Anhänger von dir, die sind schon besorgt. Die sind im Paradies. So sicher ist der. Ha? So sicher sind die. Diese 100% dieser Jahre. Warum? Weil die haben den Sheikh blind gefolgt. Ihre Geleiten. Ja, das ist nicht normal. Und die Geleiten sagen, Allah Azza wa Jalla wird von uns unsere Taten unter zwei Bedingungen. Wenn diese Bedingungen nicht da sind, kannst du vergessen. Erste Bedingung, dass du die Taten, was du machst, die müssen mit Ikhlas sein. Aufrichtigkeit. Warum machst du das? Für wen machst du das? Machst du das für deinen Sheikh? Oder für deinen Eltern? Oder für wen? Oder für Allah Azza wa Jalla? Wenn du das für Allah Azza wa Jalla machst, er wird von dir das annehmen. Innam al-a'malu bin niyat. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innam al-a'malu. Alles, was du machst, alles, musst du eine gute Absicht haben. Wenn du eine schlechte Absicht hast, dein Tat wird nicht angenommen. Innam al-a'malu bin niyat. Qala Azza wa Jalla. Wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu al-din. Mukhlisin al-ikhlas. Al-ikhlas al-tam. Das heißt, erste Bedingung, weil du musst immer diese zwei Fragen stellen. Diese Tat, was ich gemacht habe, war gut Absicht von mir oder nicht? Zweite Bedingung, habe ich Muhammad sallallahu alaihi wasallam gefolgt? Hat das Muhammad sallallahu alaihi wasallam gemacht? Wenn er das gemacht hat, dann mach blind. Hier kannst du Muhammad sallallahu alaihi wasallam blind folgen. Solange du ein Hayat hast oder ein Ei hast, mach. Diese zwei Bedingungen. Wenn du das nicht hast, dein Tat wird nicht angenommen. Wenn einer fällt, dein Tat wird nicht angenommen. Erst wenn du Ikhlas und Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgst, das heißt Al-Ittiba folgen, dann wird dein Tat angenommen. Denn Allah Azza wa Jalla qal, Al-Ataka hadithul ghashiyah, wujuhun yawma idhin khashi'ah, amilatun nasibah, lakinna ras. Das ist ein Aya, ist nicht nur für Kuffar, sondern auch für die Muslime, die nicht Muhammad sallallahu alaihi wasallam gefolgt haben. Al-Ataka Hadithul Ghashiyah. Al-Ghashiyah ist ein Name von Yawm al-Qiyamah. Kantakun al-Haqqa, al-Qari'a, al-Qiyamah, Yawm al-Ba'ath, Yawm al-Hisab, Yawm al-Din, al-Tamma und so weiter und so fort. Diese Namen, die im Koran stehen, damit wir immer an Yawm al-Qiyamah denken. Deshalb Allah Azza wa Jalla hat so viele Namen auch, also von Yawm al-Qiyamah auch, also immer andere Namen gegeben, damit wir ihm Al-Haq, Al-Qiyamah, Yawm al-Haq, Yawm al-Ba'ath, Yawm al-Nashr, Yawm al-Din und so weiter und so fort. Al-Ataka Hadith al-Ghashiyah, man, ya Rasulallah, weißt du, was Yawm al-Ghashiyah heißt? Wujuhun Yawm al-Idin Khashiyah. In Yawm al-Qiyamah, jeder von uns, er wird richtig so bloß. Du guckst, du weißt nicht wohin. Ob Paradies oder Jahannam. Jeder Mensch.
Jeder Mensch wird so einfach. Warum? Weil das ist die Wahrheit. Ne? Das ist die Wahrheit. Du stehst in einem, auf einer Erde, richtig weiß. Kein Gebäude, kein Steine, keine Bäume, gar nichts. Du bist auch zum ersten Mal, wir sind auch zum ersten Mal auf dieser Erde. Und wurde gesagt, diese Erde wird in Scham sein. Ardun Naqiyya. Das heißt richtig klar und sauber. Wo kein Mensch dort gesündet hat. Und so rein ist das. Rein ist, ja. Das heißt, du bist da, du kannst nicht also verstecken. Du bist nackt. Du schießt von deinem Grab richtig hungrig, durstig. Und trotzdem, du brauchst Hilfe. Du wartest. Lange, wohin? Aber, lange warten. Je nachdem. Je nachdem. Ja. Je nachdem. Und das hat auch mit Taten zu tun. Wie deine Taten waren. Wenn du gut warst, du wirst nur paar, wie eine Stunde warten. Zwischen Dhuhr und Asr. Wie viele Stunden? 2 Stunden, 3 Stunden, das war's. Aber die anderen, die werden 50.000 Jahre warten. Und diese 50.000 Jahre nicht einen Tag von Dunya, von Akhir. Noch länger wird es. Noch länger. Nur warten, nur diese Warterei ist eine Strafe. Diese Warterei ist eine Strafe. Warum eine Strafe? Weil Hashem sucht nur. Hier zum Beispiel, das ist die Sonne. Das ist mein Kopf. Verwarmt. Musst du so warten. Und nicht nur so nackt warten, sondern kann sein, dass du in deinen Schweiß erstinkst, also ertrinkst. Haben eine schlechte Sache gemacht. Mit deinen Taten. Deine Taten. Was, welche Taten du gemacht hast? Manche, die werden bis hier, dieses Schweiß von dem bis hier. Manche bis hier, manche bis hier, manche. So musst du stehen, subhanallah. Das heißt, ein Tag, wo jeder Mensch wird nur gucken. So. Schachesatun absarum. Einfach so. Jeder Mensch. Deshalb, Allah Azza wa Jal sagt, هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ وُجُوهٌ. Die Gesichter werden so خَاشِعَة, mit Demut. Es gibt kein Zurück. Kein Zurück. Nein, wie, kein Zurück. Jeder Mensch muss, warum, schau mal, was Allah Azza wa Jal auch gesagt hat in Surat al-Fajr. يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي. يَا لَيْ, oh, werde ich nur für mein Leben etwas vorbereitet habe. Also für was? Nicht für jetzt, für mein Leben. Das heißt, das echte Leben ist dort. Was habe ich für mein Leben vorbereitet? Ja, das ist so. Das heißt, Achi, هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. Die Leute, die hier sind, die haben Taten gemacht. Aber diese Taten, die werden nicht angenommen. Warum nicht angenommen? Warum? Weil die nicht Mohammeds Lasten gefolgt haben. Wie Sufa-Leute. Hast du auch gerade gesehen, dass die tanzen, die sammeln sich. Was ist das? Ja, was ich meine? Die machen Dikr, Allahi, 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 die. Was kann ich sagen? Sie machen Hip-Hop und alles möglich. Und die fliegen bis am Deck und dann wieder runter. Aber trotzdem, das wird von denen nicht angenommen. Kann sein, ich kann dir sagen, kann sein, dass sie Mohammed Aslam folgen, also lieben. Aber Liebe reicht nicht. Wie kann sein, dass jemand aus Aslam lebt und folgt ihm nicht? Qul in kuntum tuhibbun Allah, fattabi'uni yuhibbukum Allah. Wenn jemand sagt, dass er Allah Azza wa Jalla liebt, er muss mich folgen. Und Allah Azza wa Jalla wird ihm lieben. Das heißt, Assir, die Bedingung ist, dass wir Muhammad sallallahu alaihi wa sallam folgen. Denn der Khair kullu fi ittiba'i Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Ganz Khair, wo liegt das? Dass wir Muhammad sallallahu alaihi wa sallam folgen. Deshalb, Sha'ban ist ein Monat, das nur wie Aufwärmen heißt das? Aufwärmen? Training. Training, ja. Training für nächste
Monat. Und dieser Monat, wie gesagt, wo viele Barakat gibt. Dass man standhaft. Standhaft dahin. Dass man auch, also in diesem Monat werden auch die Djinn, Shayatin, auch gefesselt. Das heißt, du bist befreit von Djinn. Djinn auch. Djinn nachher. Die werden, also die Djinn, Shayatul Djinn, die werden gefesselt. Aber Shayatul Ins, die sind immer, immer da. Und Ramadan, es gibt auch ein Hadith, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat auch uns gesagt, wenn Ramadan kommt, zum Beispiel jetzt am 28. 29. dürfen wir nicht fasten. Also keiner darf fasten am 29. oder 30. Warum das Ayyomushek? Das ist ein Zweifel. Man weiß nicht, ob morgen Ramadan ist oder nicht. Deshalb dürfen wir nicht die letzten zwei Tage dürfen wir nicht fasten. Zweifeln? Weißen Sie? Zweifel, diese Zweifeltage, sagen wir so. Zum Beispiel morgen, heute ist 29. Wir sagen, kann sein, dass morgen Ramadan, kann sein, dann nicht. Dann, ich muss warten, bis die sagen, es gibt keinen Ramadan, okay, oder gibt es Ramadan. Ich darf nie sagen, okay, als Sicherheit mache ich das, ja. Nein. Aber, oder eine Frage, warum machen zum Beispiel Türken oder, keine Ahnung, die machen früher und die anderen machen später. Es gibt manche, die folgen diese Kalender. Es gibt so viele Leute, die gehen nur mit Kalender. Mhm. Jetzt, die wissen in 20 Jahren, wann ist Ramadan. Und wann ist Eid. Rechnerisch. Und einmal gucken. Ja, schau mal. Überall. Normalerweise muss man das sehen. Al-Rasul, hat nicht diese... Fernglas und so. Hat nicht gehabt, okay? Aber hat Jibril alayhi salam. Hat Allah azza wa jal. Allah azza wa jal, er kann einfach nur Jibril sagen, ja Jibril, sag Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dass morgen Ramadan ist. Schau mal, Rasul sallallahu alayhi wa sallam hat Koran bekommen, weißt du mal. Aber Allah azza wa jal hat ihm gesagt, musst du den Mond sehen. Im Hadith stehen, wenn du nicht siehst, dann mach 30 Tage in Inshallah. Erst wenn du siehst, dann faste. Und schau mal, eine, Ibn Umar radiallahu anhu, er hat den Mond gesehen, diese Mondsichel, oder das heißt Al-Hilal, diese Mondsichel. Er hat gesehen, da kam zum Hamzah und sagte ihm, ja, Rasulallah, ich habe diese Mondsichel gesehen. Und dann Hamzah sagte ihm, okay, dann geh und sag die Leute, dass morgen Ramadan ist. Das war's. Das heißt, muss man erst sehen. Aber die anderen, die nach Kalender also gehen, die machen kein Ruja. Die sagen, morgen ist erster. Kann sein. Manchmal, zum Beispiel letztes Jahr, da war heute Arafah. Das heißt am 9. Dhul-Hijja, und manche Leute, die haben im Arafah auch Eid. Wie kann das sein? Kann nie sein. Und das warum? Diese Meinung, Verschiedenheit es gab immer damals. Al-Asl, dass die Muslime, wenn nur jemand, also einer sieht, muss man alle fasten. Und auch zum Beispiel hier in Deutschland, die Leute, die zuständig sind, diese Mondsichel sehen. Wenn die das sehen, Alhamdulillah, wenn nicht, dann sagen die uns, wir haben nichts gesehen. Das heißt, übermorgen ist Ramadan. 100%. Das heißt, 30 hat Schabe. Aber es gibt manche, die wollen das machen, manche, die machen das nicht. Und das heißt, dass die Muslime immer noch nicht so sind. Diese Tafriqa. Und diese Tafriqa hat uns kaputt gemacht. Wir haben immer Schwierigkeiten. Einen Tag im Ramadan, erster Tag Ramadan und letzter Tag Ramadan. Genau. Und wann ist es auch Eid al-Adha? Das ist nur immer dieses Zeichen, dass die Muslime immer noch nicht so sind. Jeder Ramadan. Jeder Ramadan, bestimmt. Wenn wir nicht
einen Tag richtig einigen. Ja. Wann können wir einigen? Leider. Deshalb mache ich an alle Brüder und alle Schwestern. Inshallah ist wie gesagt bald Ramadan. Fallahumma billighna Ramadan. وجعلنا ممن يصومه بحق وعلى نهج الله عز وجل وعلى نهج محمد صلى الله عليه وسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.